Hallo Leute! So, jetzt endlich die 300 Abonnentenmarke überschritten. Vielen Dank euch allen dafür. Und zur Feier des Tages gibt es heute mal ein schönes Unboxing-Video. Ich habe mir bestellt ein schönes Pärchen, ein Trio von Dynastis Herkules. Jetzt wollen wir mal gucken. Wie sehen die Tiere aus? Wie groß sind die Tiere? Ja. Und ja, da bin ich einfach jetzt mal gespannt. So, gucken wir mal hier. Oh, hier oben liegt ein Tier. Mal gucken. Ja, das ist ein schönes Weibchen. Die sind noch relativ frisch geschlüpft. Ja, guck mal schön in die Kamera. Das ist recht so. Dynastis Herkules Weibchen. Mal kurz schauen, wie groß das Tier ist. Und jetzt mal einigermaßen still hält. Hoppala. Knapp 70 mm ist das Weibchen. Schöne Größe. Hier müsste auch noch ein Weibchen drin sein. Ich lasse das Weibchen hier mal noch ein bisschen sitzen. Mal hier gucken. Jawohl. Hier ist ein schönes Bild. Ach, schade, jetzt ist es abgefallen. Hier ist noch mal ein Weibchen. Dürfte so ungefähr dieselbe Größe sein. 70 mm. Und jetzt wollen wir natürlich gucken. Ich habe noch ein neues Stück Holz. Was haben wir denn hier für ein Männchen dabei? Boah, du heiliges Blech. Also das Männchen ist natürlich ordentlich. Ja. Ein schönes Dynastis Herkules Männchen. Wow. Riesig. Gut für mich, weil ich die Art jetzt zum ersten Mal richtig züchten möchte. Ist natürlich das Männchen schon sehr riesig. Oh, hoppala. Es gibt natürlich in Japan schon enorme Größenrekorde von bis zu 180 mm. Ja, 180 mm, das ist natürlich schon ganz schön groß. Okay, das Männchen kriegen wir jetzt hier nicht mehr ganz drauf. Vielleicht hier hinten. So, passt das alles noch drauf. Ne? So, die beiden. Wollen wir mal gucken, das Männchen. Ja, 140 mm. 140 mm ist ein stolzes Männchen. Ich zeige es hier nochmal so in die Kamera. So, jawohl. Ja. Traumhaftes Horn vorne dran. Sehr schön entwickelt. Ging dazu die Weibchen hier. Ein schönes Trio. Ich bin gespannt, was sie mir hinterlassen werden. Die drei. Ja, und berichte dann wieder, wenn sich was getan hat. Vielen Dank.